herzlich willkommen im HSV Netradio, präsentiert von der Telekom. Jetzt auf der anderen Seite, aufpassen, Silo Conte ist durch, ist schon vorm Tor und geht vorbei an Heuer und dann geht's! Oh! Schon lau, den Ball noch weg von der Linie, was für ein Save! Robert Glatzel gegen 3, 4 Gegenspieler, zieht den Ball in die Mitte, müsste ablegen jetzt mal, findet da auch Spieler, Dompe, linke Strafraum weg, hat Probleme den Ball anzunehmen, schauen wir ihn rein, gefährlich, Tor! Ja! Tor! Tor! Glatzel! Ja! Robert Glatzel! Macht das 1:0, endlich mal wieder! Ist er, und da wird auch nichts überprüft, denn das war ein einwandfreier Treffer. Robert Glatzel. Und jetzt aufpassen! Tor. Ja. Lustwahn. Und das wird überprüft, das sage ich dir, es wird überprüft, weil es vorher faul an Jonas Meffert war. Schiedsrichter Braun fesselt sich auch ans Headset. Ja, klares Foul von Rohr. Tor zählt. Ecke jetzt HSV, Bänisch mit der Flanke. Auftreten, Mann. Noch einmal das Tor von Heuer! Heuer macht es, nein, abseits! Hinten am zweiten Pfosten, da steht Moritz Heuer leider einen Schritt im Abseits. Sieht man in der Zeitlupe deutlich. Hier kann man nicht eine Sekunde durchatmen. Jetzt Kindl gewinnt den Ball, geht dann gut vorbei und schießt ihn rein. Tor für den HSV! Sonny Kittel! Man kann nicht durchatmen und da macht Paderborn den Fehler. Ausdauert aber Jonas David mit dem langen Ball auf Reis, der legt ab auf Kittel. Jetzt haben sie ein bisschen Platz, zentrale Position, 25 rüber, Meter, rüber. Links rüber auf. Zieht drauf, Junge! Dompe geht außen vorbei an Heuer, schießt in die Mitte und dann nein! Gretsch am langen Pfosten. Moritz Heuer den Ball an dem Pfosten vorbei. Den haben wir schon drinnen gesehen. Muslia holt sich den Ball nochmal, geht dann links raus. Muheim läuft ihn in die Hacken und oh, wir sehen es nochmal an. Er tritt ihn im Strafraum auf die Hacke und draußen fällt er erst. Es gibt Elfmeter und schießt ihn rein. 2:2, 73. Minute, Florent Muslia. Jonas, am Ende steht es 2:2 gegen SC Paderborn. Wie ärgerlich ist es, dass man nach einem eigentlich wirklich guten Spiel hier Leute nur einen Punkt mitnimmt? Ja, ich finde, wir haben echt ein gutes Spiel gemacht heute, kann man nicht anders sagen. Ja, vielleicht die ersten 5 Minuten waren wir ein bisschen am Wackeln, aber danach haben wir ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht. Und ja, sehr gut ist eigentlich nur, wenn wir gewonnen haben. Und das haben wir dann leider nicht. Dann ist vielleicht doch kein sehr, sehr gutes, aber ja, trotzdem, wir sind sehr enttäuscht heute. Ja, sehr groß, also ja. Wir sind natürlich alle jetzt ein bisschen niedergeschlagen, enttäuscht, aber ja, es muss weitergehen. Also wir werden im nächsten Spiel wieder alles reinhauen. Ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir alles reingehauen haben, dass wir versucht, alles zu verteidigen. Ja, und da geht es dann einfach weiter dran anzuknüpfen. Und ja, solange es rechnerisch alles möglich ist, glauben wir dran. Wir bleiben bei uns und wollen die Spiele einfach jetzt gewinnen. Welche letzten Prozentpunkte haben hier heute vielleicht gefehlt, um dann am Ende die 3 Punkte auf der eigenen Seite zu haben? Ja, vielleicht auch so ein, ich muss sagen, vielleicht ein bisschen das Quäntchen Glück, dass ich dann im Abseits stehe, dass ich dann ja, einen Schritt zu spät komme, den Ball nicht über die Linie drücke. Dass man, ja, das sind dann so Szenen, wo vielleicht dann einfach ein bisschen im Moment das Glück fehlt. Aber es muss man sich erarbeiten und das erarbeiten wir uns wieder zurück und dann bin ich auch zuversichtlich, dass es wiederkommt. Vielleicht bei Moritz Thor ein paar Zentimeter. Ja, vielleicht haben wir uns nicht so schlau angestellt bei den Gegentoren. Vielleicht hätten wir das 3-1 irgendwie machen können durch unsere guten Konterchancen. Ja, wir laufen so ein bisschen im Glück hinterher gerade, aber ich hoffe, wir finden es noch rechtzeitig. Du hast schon angesprochen, jetzt ist natürlich Enttäuschung da. Was nimmt man trotzdem Positives mit dann für die letzten Spiele? Ja, dass wir eine super Mannschaft sind, hat man heute wieder gesehen. Gegen guten Gegner hätten wir eigentlich gewinnen müssen heute. Ja, vielleicht soll es unser Ziel sein, jetzt auswärts mal wieder Punkte zu holen. Und ja, heute Morgen werden wir sehr, sehr enttäuscht sein und übermorgen geht es weiter. Ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich uns in alles reingeworfen haben, alles versucht haben zu verteidigen. Ja, und das nimmt man einfach mit, weil ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Heimspiel gemacht. Leider haben wir uns einfach nicht belohnt und ja, das ist das, was wir uns ankreiden müssen.